Willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge mit mir, dem Thorsten. Ich hatte ja letztens, das letzte Video ging ja um die unfairen Clankriegsgegner. Wir haben uns leider erfolgreich nicht gegen die beiden Gegner wehren können, die doch mit wesentlich mehr Rathaus 9 halber, 10 halber auf uns aufschlugen und dementsprechend haben wir zwar sehr, sehr knapp verloren. Aber es war eigentlich doch relativ deutlich. Im letzten Clankrieg dagegen war das Verhältnis relativ ausgeglichen. Wir hatten dort kein Rathaus mehr an Elfern oder an Zehnern. Der Gegner hatte ein oder zwei Rathäuser auf Level 9,5. Und wir gegenüberstehend hatten da reine Zehner und dementsprechend haben wir allerdings gedacht, dass der Gegner uns doch haushoch überlegen ist, da er natürlich 240 Truppen hat, Rathaus Level 10 Truppen hatte und dementsprechend stark auch auftrat. Wir haben so ein bisschen die Krise gekriegt, muss ich sagen, da gleich zu Anfang der Gegner relativ heftig, vor allen Dingen unsere Neuner gemacht hat. Das Prinzip war relativ schnell klar. Der Gegner geht drei runter. Man sieht das hier, 11 macht 14. Dann ging das hier ganz fröhlich weiter. 14, 17, 17, 20, 20, 23. Und so zog sich das erstmal hin. Da haben wir natürlich ein bisschen die Krise bekommen. Aber irgendwann hört das natürlich auch auf, weil dann fragt man sich, was machen dann die Neuner, wenn die alles zu haben und nur noch weiter nach oben können, nämlich zu den Zehnern. Was sie dann machen, das sieht man hier an den Defenses bei Steffi zum Beispiel. Steffi ist ein Rathaus 9,5 und hat hier satte 9 Verteidigungen gehabt. Hat natürlich keine einzige Verteidigung gewonnen, aber sie hat 9-mal nur 2 Sterne kassiert und da ist die letzte Base bei uns oben war, die keine Infernos hat, hat sich der Gegner dort sehr, sehr schwer getan. Ich selber habe auch eine Defense gehabt und drei Verteidigungen auf 2 Sterne. Man sieht das ja auch, ich habe am Ende auch nur 98% kassiert. Das ist also irgendwann nicht aufgegangen beim Gegner und dementsprechend haben wir sehr, sehr gut aufgeholt am Ende, haben taktisch sehr gut agiert. Jeder hat hier noch Sterne rausgeholt und wir haben den Gegner relativ hoch gedreisternt am Ende. Kleiner Schock war natürlich auch, dass bei uns ein RH11 drei Sterne kassiert hat. Das hat uns auch ein bisschen nach hinten geworfen, aber wir haben sehr, sehr gut ausgeglichen und am Ende stand es wohlverdient 80 zu 76 für uns. Nach der totalen Zerstörung hatten wir sogar einmal einen absoluten Gleichstand hier, was auch sehr, sehr selten ist. Aber am Ende waren es 21 drei Sterne für uns, 19 drei Sterne für den Gegner. Und wir haben sehr, sehr gut hier gewonnen. Das hat uns auch wieder ein bisschen nach vorne gebracht. Wir sehen das hier jetzt auch, dass unser Lock wieder grün ist. Im neuen Clankrieg, der heute Abend beginnt, ist das Verhältnis absolut ausgeglichen. Das freut mich wirklich sehr. Wir haben 5 Elfer, der Gegner hat 6 Elfer, aber ich denke, das lässt sich noch ausgleichen. Wir haben hier auch noch einen Elfer, allerdings ich glaube ohne Adler-Def. Ich möchte die Bases jetzt gerade nicht zeigen. Haben ein relativ identisches Verhältnis, was Zehner angeht, wobei der 16er bei uns ein Rathaus 9 ist und auch der 19er bei uns ein Rathaus 9 ist. Wir müssen mal gucken, das sind beides Bases, die keine Infernos haben. Aber der Gegner hat hier keine sehr hohen Helden, hat aber dafür alle Truppen. Das heißt, er hat Golem, Walküren auf Max-Level und wird sicherlich so den einen oder anderen Neuner von uns machen. Da gucken wir aber mal, wie wir das hinkriegen. Ich denke mal, jeder hat ja 2 Angriffe. Wir werden das schon irgendwie schaukeln. Unten sieht es auch etwas unausgeglichen aus. Der 35er ist hier das erste RH8 beim Gegner und bei uns ist die 35. Jetzt muss ich selber mal schauen.
ein Rathaus 9er, nee, ein Rathaus 8er auch. 35 ist hier Joker, allerdings sieht er doch mehr aus wie ein Rathaus 8er von der Base. Und da gucken wir mal, spannend ist immer im unteren Bereich, wenn es denn passt mit den RH8. Wie lange hält ein RH8 durch? Wie viel RH9 kann ein RH8 auf sich ziehen, bis die Base down geht? Umso weniger haben die RH9 in ihrem Bereich die Angriffe. Das zieht sich dann weiter bis nach oben hin. Und genauso interessant ist es immer, wie gut sind oben unsere Elver. Machen unsere Elver immer 2 Sterne bei den erst oder bei ihren gegenüberliegenden Bases, können sie natürlich richtig schön runtergehen auf Rathaus Level 10er Bases und hätten dort die Chance zum 3 Stern. Aber ich halte euch auf den Laufenden. Da gucken wir mal, was sich so ergibt. Ich selber dümpel so ein bisschen vor mich hin. Ihr seht's, ich habe ein bisschen ausgebaut. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile 2 Lager auch auf Max-Level, habe 230 Truppen, habe die Bola-Kaserne fertig und habe sogar meine Queen auf Level 31. Das liegt einfach daran, die Zeit ist nicht so schnell weg zwischen den 4 Tagen, wo es jetzt kein Video gab, sondern es gab hier ein Angebot zur Black Week oder Black Friday Week. Und dort gab es 125.000 Dunkles und 1.200 Gems. Das habe ich gerne in Anspruch genommen, denn ich hatte mein Lager auf 200.000 Dunkles voll. Habe den Golem, ich glaube ein Tag war es oder 2 Tage war es vorgegemmt, habe sofort meine Valkyrie angestoßen auf 5 und habe einmal die Queen durchgegemmt. Die Lager waren fertig, so dass ich jetzt endlich anfangen konnte mit meiner zusätzlichen Def. Das, was ich im Moment nur reinfarme, ich farme im Moment nur Barge, ist, dass ich hier die restlichen Mauern, die dazugekommen sind, auf Level 10 erstmal bekomme. Eine habe ich nämlich schon, die habe ich heute Morgen gemacht und so farme ich erstmal fröhlich weiter. Morgen habe ich 2 Bobs frei und ich gucke mal, ob ich nicht mindestens wieder 2 Mauern machen kann, vielleicht sogar 3 Mauern machen kann und trotzdem noch die beiden Sachen weiter leveln kann. Die sind ja relativ billig. Aber das bleibt abzuwarten. Ich halte euch auf den Laufenden. Euer Toto Clashed.